Moin Jono und willkommen bei einer neuen Folge von Grillcoach Gerrit. Ich mache heute einen leckeren Krustenbraten. Den mache ich heute im Dutch Oven, also bleibt dran. Krustenbraten kann man natürlich auf verschiedenen Arten zubereiten. Den kann man natürlich auf den Grill legen indirekt, den kann man am Spieß machen, den kann man auch im Backofen machen. Ich mache es heute im Dutch Oven, weil ich hoffe mir, dass der dadurch so richtig schön saftig bleibt. Ob mir das gelingt und ob die Kruste so richtig geil wird, denn ich finde, ein Krustenbraten steht und fällt mit der Kruste, das seht ihr am Ende, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber was wir dafür heute an Zutaten benutzen, das weiß ich und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier jetzt einen Krustenbraten, der hat ungefähr 1,5 Kilo. Der ist vom Bunten Bentheimer, die haben eine richtige Fettschicht, also der ist richtig durchwachsen. Buntes Bentheimer, das hatte 135 Kilo, also wesentlich schwerer. Ich bin mal echt gespannt, wie der so wird. Also an Fettschicht mangelt es nicht. Wie ihr seht, habe ich den gestern schon ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich den, der war tiefgekühlt, aus der Kühlung genommen und gleich, wie er gefroren war oder leicht angetaut war, oben schön in Karo-Muster die Sparte eingeschnitten. Ja, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch in Rauten schneiden. Aber Freunde, das hat den Vorteil, dass man im Endeffekt gleich die Scheiben abschneiden kann. Deswegen nutzt lieber so ein Schachbrett. Und was ich noch gemacht habe, Freunde, ungefähr vor 3-4 Stunden habe ich den, wie ihr seht, schon mal mit Salz ordentlich eingerieben in die Fettschwarte. Ne, das sind die Vorbereitungen, das solltet ihr ein bisschen früher machen. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Dann brauchen wir noch ein bisschen Brühe. Ich habe hier noch was von meiner selbstgemachten Gänsefond vom Weihnachten über. Dann habe ich hier einen Bund Suppengrün aufgeschnitten. Das sind Mohrrüben, das ist Sellerie, das ist ein Persilienwurz und das ist noch Lauch gewesen. Dann Zwiebeln, dann habe ich hier Schweineschmalz zum Anbraten, dann noch von dem Krustenbraten ein Stück Fett abgeschnitten, das können wir vielleicht auch mal mit nutzen. Tomatenmark brauchen wir und zum Würzen habe ich hier heute den Schweinebraten von Klaus Grillt. Den hat mir der Klaus mal in Visselhövede geschenkt, liebe Dank Klaus dafür, ne, Grüße gehen raus an dich. Falls ihr dieses leckere Schweinebratengewürz von Klaus Grillt nicht habt, dann nehmt einfach Paprika edelsüß, Salz, Pfeffer, bisschen Kümmel und ein bisschen Zucker rein. Das geht ganz wunderbar. So, dann noch nachher für die Soße. Da habe ich hier Zuckerrübensirup zum Süßen bisschen. Denn wir werden eine Dunkelbiersoße machen. Und für das Dunkelbier habe ich ein ganz besonderes Bier und zwar ein schönes Duckstein. Dann habe ich hier noch Salz und Pfeffer. Das war es eigentlich an den Zutaten. Wir brauchen gar nicht so viel. So, jetzt werde ich gleich die Kohlen zünden und dann kommt man drüber an meine Dutch Ofenstation. Hier nun an meiner Dutch Ofenstation, immer noch am Dutch Master Tisch von der Grillshow. Ich nutze heute als Dutch Ofen den Petromax FT6. Ich habe extra diesen FT6 gewählt, weil der ist nicht so hoch und wir brauchen ja nachher ein bisschen Oberhitze für die Kruste. Das heißt, der Deckelabstand, der soll nicht so weit weg sein vom Braten. Erst habe ich überlegt, den 9er zu nehmen. Der hat quasi das gleiche Rundmaß, ist aber höher. Da bin ich ein bisschen weiter weg. Ich habe auch noch dieses Stapelrost dazu, wo man eigentlich dann den Braten erhöht aufstellen kann. Den hat nicht jeder, also nehmen wir heute den FT6 und kriegen das hoffentlich ganz genauso hin. Zu Beginn natürlich werden wir jetzt erstmal die Briketts zünden. Da habe ich jetzt einen kleinen Anzündkamin. Ja, das sind ein paar Reste-Briketts. Das Ganze wird so ungefähr 1,5 Stunden, vielleicht bis 2 Stunden dauern. Da sollten die reichen. Da habe ich auch welche genommen, wie ihr seht. Die sind nicht so hoch. Die passen ganz gut in den Dutch Oven. Dann zieht ihr auch immer richtig Luft. Wenn die Kohlen durchgeglüht sind, dann sehen wir uns hier gleich wieder. Ungefähr eine Viertelstunde später, die Kohlen sind gezündet. Das seht ihr, wenn oben dann die Flammen rausschlagen. Die geben wir jetzt mal hier quasi auf meine Oberfläche. Zu Beginn brauchen wir jetzt erstmal volle Hitze von unten. Deswegen habe ich die jetzt hier einmal ein bisschen ausgebreitet. Dann kommt der Dutch Oven drauf. Nehme ich hier jetzt hier mein Stück Speck. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen aus. Je mehr Fett das auslässt, umso weniger brauche ich gleich vom Schweineschmalz. Mit 2 Spießen baue ich mir jetzt hier eine Halterung für meinen Tisch. Und dann schnappe ich mir mein Brett. Und setze das ganz smooth rüber und habe hier eine richtig schöne Arbeitsfläche. Das ist wirklich richtig geil gelöst. Seht ihr diese Fettschicht? Wahnsinn, oder? Sowas bekommt man nur, wenn man es extra aufziehen lässt. Also ganz klappt das jetzt hier nicht mit meiner abgeschnittenen Schwarte. Also gehen wir doch schon mal ein bisschen Schweineschmalzen rein. Aber die Schwarte lassen wir ruhig mal mit drinnen. Zum Wegschmeißen war sie mir dann doch ein bisschen schade. Das Schweineschmalz ist heiß. Dann nehme ich mir jetzt meinen Braten und den werde ich jetzt von allen Seiten einmal schön anbraten, außer von der Schwartenseite. Ich nehme die Fleischgabel, weil wenn ich jetzt das Ganze mit einer Grillzange machen würde,
habe ich Angst, dass ich mir oben schön die Kruste quasi abreiße. Das habe ich schon mal gemacht, deswegen gehe ich tatsächlich jetzt hier mit einer Fleischgabel rein. Ein paar Minuten später, da haben wir den schon mal schön angerissen von allen Seiten. Den setze ich mir jetzt hier in eine Conscious. Wir haben jetzt schon mal eine schöne Grundlage jetzt hier mit Fett, auch noch überschüssiges Salz. Und dann gehen wir jetzt erstmal das Wurzelgemüse hinzu. Und das rösten wir uns jetzt auch mal so eine gute Minute mal an. So, das soll uns schon reichen. Dann kommen auch gleich die Zwiebeln hinzu. Auch die noch mal eine Minute mit anrösten. Mit der Flüssigkeit vom Gemüse, da kann man jetzt schon mal wieder ein bisschen so die Röststoffe aufnehmen. Ein Stück Speck hat jetzt seine Schuldigkeit getan. Das nehmen wir mal raus. So, dann geben wir jetzt hier Tomatenmark hinzu. Das rösten wir uns auch noch mal kurz mit an, damit die Säure rausgeht. Schön unterrühren. Nehme ich jetzt mal einen selbstgemachten Gänsefond von der Weihnachtsgans. Da gebe ich jetzt mal so die Hälfte jetzt mal rein, so zum Ablöschen. In der Zwischenzeit werde ich jetzt meinen Schweinebraten mal drehen. Dann kommt jetzt der Klaus hinzu und den würze ich mir jetzt von allen Seiten, außer der Schwarte. So, dann kommt schon mal das Bier hinzu. Ein schönes rotblondes Ducksteiner. Nehme ich jetzt erstmal ungefähr die Hälfte. Passt beim Bier auf, nehmt da was, was nicht so hopfig und bitter ist. Das sollte jetzt relativ mild sein, nicht, dass nachher die Soße zu bitter wird. Dann nehme ich mir jetzt meinen Braten. Den setze ich mir jetzt quasi auf das Bett von meinem Gemüse. Dann habe ich noch einen Trick, damit die Schwarte möglichst gleichmäßig nach oben ist, lege ich mir hier noch zwei Kartoffeln unter. Und dann seht ihr, ist die Schwarte möglichst auf einer Ebene. Mein restliches Gewürz verschenkt man natürlich nicht. Das geht gleich mit in den Soßenansatz rein. Flüssigkeit kann ruhig noch ein bisschen mehr. Die ganze Flasche drin. Mein Thermometer kommt noch rein. Kommt mein Deckel drauf. Und dann baue ich mir den Dutch Oven um, sodass ich jetzt noch 8-9 Briketts unten drunter habe. Wir brauchen jetzt nicht mehr so viel Hitze von unten. Kommt der Dutch Oven da wieder drauf. Die restliche Kohle, die positioniere ich mir jetzt oben drauf. Den lassen wir jetzt mal eine Stunde in Ruhe. Kerntemperatur ziehe ich so 75 Grad an. Ich denke mal, das wird so eine gute Stunde bis anderthalb Stunde dauern. Jetzt ist Zeit, mich ein bisschen um die Beilagen zu kümmern. Wenn ich ungefähr 70 Grad Kerntemperatur habe oder vielleicht ein bisschen drüber, dann seid ihr natürlich wieder mit dabei. Also erstmal nicht gucken, ne? If you're looking, you're not cooking. Zurück nach gut 1 Stunde 20 Minuten. Der Mieter hat sich gemeldet. Wir haben jetzt 70 Grad erreicht. Zeit, um uns um die Soße zu kümmern. Die Svenja unterstützt mich ein bisschen und hat unsere neuen Töpfe dabei. Jawohl. Das sind die Töpfe von AMT Gastrogus. Ein Riesendank geht raus an uns, an den Uwe Splettstößer. Das ist übrigens der Lebensgefährte von der Sandra, der Crazy Cooking Queen. Ihren Kanal, den blende ich euch mal hier oben ein, da könnt ihr mal gucken. Wir sagen nochmal lieben Dank für das tolle Kochgeschirr. Ja. Wir sind super zufrieden. Absolut. So, jetzt kümmern wir uns aber um das Fleisch und um die Soße. Ich habe nicht reingeguckt, Freunde, und bin sehr gespannt, wie der Braten aussieht. Ob vielleicht auch schon die Kruste ein bisschen hochgekommen ist und gepoppt hat. Hören konnte man nichts. Oh, Freunde, sieht das geil aus. Oh, so, den Braten, den nehme ich mir einmal kurz raus. So, den stellen wir mal zur Seite. Was ich jetzt auch rausnehme, sind meine beiden Opferkartoffeln. Die waren ja nur dazu da, dass der Braten oben gerade liegt. Ja, und dann übernehmen wir mal die Soße. Und ab. Da wird Svenja jetzt kurz mit dem Zauberstab durchgehen und die noch mal ein bisschen abschmecken. So, beim Braten setze ich mir jetzt hier wieder rein. Deckel kommt auch wieder drauf. Viel mehr Hitze brauchen wir nicht. Jetzt warten wir noch im Endeffekt auf 75 Grad und bis die Soße fertig ist. Und wenn alles soweit fertig ist, Freunde, dann sehen wir uns hier wieder und dann geht es gleich los zum Verkosten. Also dranbleiben. Die Soße ist passiert, die mussten wir nur noch ein ganz bisschen nachpfeffern, ansonsten gar nichts. Und dann werden wir mal auf dem Tisch gleich probieren. Ich nehme den jetzt mal runter und gehe rüber. Und da sehen wir uns gleich zum Verkosten. So, Freunde, gut anderthalb Stunden ist es endlich soweit. Nehmen wir den mal raus hier. Schneide ich ihn mal an. So, Freunde, so sieht er aus. Den setze ich mir nochmal wieder rein.
Boah, Leute. Schneide ich mir nochmal ein Stück von ab, vom Fleisch. Die riesen Fettschicht ist natürlich nicht jedermanns Sache, meins auch nicht. Aber die Kruste natürlich, ne? Und es bringt Geschmack. Und dann probiere ich erstmal pur. Freunde, was soll ich sagen? Astrein, richtig lecker. So sieht die Soße jetzt aus. Schaut sie sich an. Die probiere ich jetzt auch mal. Wie gesagt, wir haben sie abgeschmeckt in der Küche. Da fehlt nur ein bisschen Pfeffer dran. Gebe ich mir hier nochmal so ein bisschen Soße rüber. Und dann probiere ich jetzt mal so. Freunde, muss ich einmal durch die Soße ziehen hier. Boah, richtig geil. Schaut euch diese Kruste an. Also ich bin rundum begeistert, Freunde. Richtig geil. Auch die Würze passt perfekt. Also kann man super nehmen. Auch nochmal lieben Dank an den Klaus für das geile Gewürz. Richtig gut. Die Svenja hat jetzt in der Küche nebenbei schön Rosenkohl gemacht und Kartoffelpüree. Das lassen wir uns jetzt mit süßem Senf zusammen alles schmecken. Da seid ihr jetzt nicht mehr mit dabei, leider. Ich werde das jetzt genießen und muss sagen, es ist richtig gut gelungen. Macht das unbedingt mal nach. Man kann auch also im Dutch Oven einen schönen Krustenbraten machen. Mit der richtigen Hitzeverteilung, wunderbar. Ihr könnt natürlich trotzdem das im Grill machen oder auf dem Drehspieß, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, im Dutch Oven geht das auch richtig gut, weil ihr habt gleich die Soße dabei. Ja, in dem Sinne, Freunde, würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Dann belohnt das noch mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt und so weiter, dann schreibt gerne bei mir einen Kommentar unten rein. Freue mich immer. Ist immer gut für den Algorithmus. Bringt den kleinen Kanal von mir weiter. Und in dem Sinne, Freunde, blende ich euch hier oben meinen Abo-Button ein. Da könnt ihr gerne noch Abonnent vom Kanal sein. Kostet nichts, verpflichtet zu nichts. Vergesst auch die Glocke nicht, dann werdet ihr immer daran erinnert, wenn ein neues Video von mir kommt. Und auf der Seite blende ich euch zwei weitere Videos zum Weitergucken ein. Und dann sehen wir uns nächste Woche Mittwoch, wenn es wieder heißt, Mittwoch ist Grillcoach Gerrit Zeit. Ciao. Boah, yummy, 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 yummy. Boah, geil, Omar.